Wir starten in der Medienproduktion mit dem Bereich Fotografie, wo die Schülerinnen und Schüler lernen, wie man fotografiert, welche Regeln man beachten sollte, welche Kameratypen es gibt. Wir gehen da auch gerne raus, um zu fotografieren. Danach wird das Ganze dann in der Bildbearbeitung finalisiert und verfeinert. Wir verwenden da die Adobe-Produkte, die wir hier in der Schule kostenlos nutzen können, wo die Schülerinnen und Schüler auch zu Hause arbeiten können. Und in der vierten und in der fünften Klasse wird dann der Schwerpunkt auf die Webseitenerstellung gelegt, wo die Schülerinnen und Schüler lernen, wie erstelle ich eine Webseite, wie kann ich ein Logo designen, welche Schritte sind erforderlich, um eine Webseite zu veröffentlichen. Wir wollen eben den Schülerinnen und Schülern das Paket mitgeben, dass sie auch in der Berufswelt dann nach der Matura wirklich im Bereich Online-Marketing Firmen unterstützen können.